Herzlich willkommen bei Syro Reisemobile in Dortmund am Flughafen. Heute zeigen wir Ihnen zwei VW Bullis für jeweils 90.000 Euro. Hier werden Sie die Unterschiede zwischen den beiden Fahrzeugen sehen. Wir fangen an mit einem Westfalia Cap La One von Westfalia, wie gesagt. Der ist 5,30 Meter lang. Dieser spezielle Grundriss unterscheidet sich von dem Club Joker Aufstelldachwagen in seiner L-Lounge-Sitzgruppe. Das ist das Besondere hier bei diesem Fahrzeug, obwohl Sie da ein kompaktes Maß haben, deutlich unter 6 Meter, haben Sie hier eine richtig schöne große L-Lounge-Sitzgruppe. Hier mit dem zweifarbigen Polster Montana. Es gibt auch noch ein einfarbiges Misery, das ist so ein bisschen Vanille-Creme-mäßig. Es deutet sich hier schon an, dass man da aus der Sitzgruppe auch noch was anderes bauen kann. Da sind so zwei mobile Fächer. Das hier vorne, das ist dann wieder starr. Das heißt, Sie können hier nicht nur oben in dem Hubbett schlafen, Sie könnten sogar auch unten in der Sitzgruppe schlafen. Was auch wichtig ist bei den Aufstelldächerfahrzeugen, ist halt die Beleuchtung. Das sind nicht nur hier diese einzelnen Spots, eine Art Ambientebeleuchtung. Das sind auch die LED-Leisten hier über dem Küchenblock. Und die gleiche LED-Leiste finden Sie auch gegenüber in der Sitzgruppe. Die kann man natürlich auch einzeln ansteuern. Da auch diese Leselampen, die Sie auch hinten im Schlafbereich haben. Das Schöne ist halt, durch diese ambiente Beleuchtung kriegen Sie in dieses Auto wirklich sehr viel Raumgefühl hinein. Auch der Blick durchs Auto hindurch bis nach hinten. Für etwas schlechteres Wetter kann man es da drin schon aushalten. Das wichtigste oder das Hauptargument bei diesen Westfalia-Produkten ist in erster Linie immer die fest verbaute Toilette. Da bewegen wir uns mal nach hinten, weil da muss man jetzt nicht irgendwo hin und her räumen. Man kann also ganz bequem im hinteren Bereich die Toilette nutzen. Wichtig ist auch immer, für die Privatsphäre zu sorgen. Also ich kann hier dieses Heckfenster auch verdunkeln. Da ist eine Jalousie drin verbaut. Ich habe hier hinten auch immer meine Außendusche, meine Bedienteile, meine Vibasto-Standheizung und mein Truma Warmwasserboiler. Also hier in dem Kepler One Modell quasi zwei Aggregate für Warmwasser und für warme Luft. Und dahinter versteckt sich die ganze Geschichte. Sie haben also einen fest verbauten Toilettentank. Ist einfach nur mal bequemer, das dann zu entsorgen und halt wieder neu zu bestücken. Die Alternative wäre halt das Porta-Potty, also portables Toilettengerät. Aber die ist meistens nur im Weg und die räumt man meistens nur von hinten nach vorne. Apropos von hinten nach vorne, hier also auch nochmal der Blick durch das Fahrzeug hindurch. Da ist auch nochmal ein Kühlschrank hinter verbaut. Und da ist auch nochmal so eine Jalousie mit diesen silbernen Lamellen. Da sind also die Polster für den Bettumbau in der Sitzgruppe und gegenüber ist auch nochmal Stauraummöglichkeiten, ein Kleiderschrank und darüber dann diese kleinen Lesespots. Ja, also oben dann das Aufstelldach, also es ist schon ein reines Schönwetterfahrzeug. Natürlich kann man hier auch mit einer Isoliermatte oder einem entsprechenden Faltenbalk fürs Aufstelldach, für entsprechende Dämmung sorgen. Aber gerade in dieser Jahreszeit ist das da halt kalt und laut und feucht. Also wie gesagt, eher ein Sommerauto. Was richtig schick ist, sieht man relativ selten, sind die 17 Zoll Alufelgen. Die nennen sich Posada. Viele haben auch die klassische VW Devonport Felge. Also das sind nur so optische Highlights. Die sind meistens auch ja, in dieser Metallic-Lackierung, klar gibt es auch weiße Fahrzeuge. Vorne gucken wir uns gleich mal den Club Joker an. Also das ist dieses Indium-Grau Metallic. Da gibt es noch so ein paar Details wie dieser Kratzschutz hier, diese Ladekante. Also dieses Chromteil, das kriegt man auch im Zubehör. Das muss man jetzt nicht im Original von Westfalia bekommen. Aber es ist halt im Grundsatz das längere Fahrzeug von den beiden durch diese L-Long-Sitzgruppe. Es hat halt zwei Aggregate, einmal den Truma Warmwasserboiler und einmal die Vibasto Standheizung.
Im Club Joker ist das nochmal einfacher gelöst. Da ist jeweils ein Aggregat drin verbaut. Und das gucken wir uns jetzt einmal an. Sie folgen mir hier einmal über unseren Ausstellungsplatz zwischen den anderen Kastenwagen hindurch. Und dann zeige ich Ihnen mal, wie so ein Club Joker aussieht. Also wie gesagt, auch für rund 90.000 Euro VW Transporter T6.1, das kürzere Fahrzeug. Also mit dem fängt es eigentlich an. Das ist ein 4,90 Meter kurzes VW Bulli Chassis T6.1. Und jetzt sind wir fast schon da, einmal am Meridian vorbei und da steht er. Hier haben wir direkt das Dach aufgemacht. Sehen also auch da habe ich hinten dann eine Art Fenster, wo ich durchschauen kann. Seitlich auch nochmal ja, so eine Art Ausstellfenster. Man sieht auch, die sind kleiner. Also das ist nicht so groß wie beim Kepler One. Tatsächlich ist aber die Liegefläche da oben, obwohl es das kürzere Fahrzeug ist, noch mal länger, also über 2 Meter. Im Kepler One ist es dann halt 2 Meter. Jeder Zentimeter kann entscheidend sein. Und wenn man da mal hochguckt, klar, ein Riesenfenster. Die Aussteller ein bisschen kleiner, aber ich kann da halt auch genug gucken. Und dann das Wichtigste hier in der Sitzgruppe, ist es einfach eine Zweiersitzbank, keine L-Lounge-Sitzgruppe. Klar, irgendwo muss ja auch der Längenunterschied herkommen von 4,90 Meter zu 5,30 Meter. Das Schöne hierbei, ich kann diese Sitzbank relativ schnell mit wenigen Handgriffen zum Bett umbauen, weil das Bettgestell hier integriert ist. Das heißt, ich klappe es aus wie ein V und habe auch hier unten eine Liegefläche von 1,80 Meter. Es geht auch zu zweit, wenn man sich da lieb hat und nicht ganz so groß ist, ist das kein Thema. Dann deutet sich hier noch an die Fliegenschutztür. Das ist etwas, was Sie nur im Club Joker bekommen werden. Der Club Joker hat tatsächlich mehrere Campingoptionen. Es ist das durchdachtere Fahrzeug oder das, was schon jahrzehntelang am Markt ist, der Kultbulli sozusagen. Das sind auch so Sachen wie die Rahmenfenster. Also sie haben halt richtige Campingfenster, Ausstellfenster, auch mit Fliegenschutz und Verdunkelung. Das kann auch ein Argument sein für den Club Joker. Da sieht man es nochmal in der Sitzgruppe. Also diese Fenster finden Sie auch bei den integrierten Reisemobilen oder Wohnwagen. Da kann ich halt aufstellen, durchlüften, verdunkeln, für Fliegenschutz sorgen. Im Kepler One habe ich dann ein Schiebefenster und kann zumindest mit dem Vorhang für Blickschutz und Sonnenschutz sorgen. Auch solche Sachen wie die automatische Zuziehhilfe, das sind so Details. Das leise Schließen der Schiebetür, das bietet uns der Club Joker quasi preisgleich. Also ist vielleicht auch ein Thema, finde ich solche kleinen Details noch mal ein bisschen pfiffiger. Lege ich da mehr Wert drauf, ein noch wendigeres Fahrzeug zu haben, wo ich halt auch noch leichter Parkplätze in den Innenstädten finde, ist es für mich vielleicht doch mehr der PKW-Ersatz, wo ich halt auch meine Dienstreise antrete oder halt, ja, ist es Verkaufswagen als Außendienstler nutzen möchte. So, vom Grundriss finden wir hier hinten auch wieder die fest verbaute Toilette. Hier haben sie eine etwas andere Variante, also die breitere Variante. Die im Kepler One ist ja dann schon einseitig zumindest freistehend, aber auch hier sehen Sie dann hinter der Klappe den fest verbauten Toilettentank. Hier, das ist eine etwas andere Variante, also der versorgt sich tatsächlich selber. Das gibt es auch, selten aber möglich. Natürlich haben wir hier auch einen etwas kleineren Frischwassertank mit 30 Litern. Im Kepler One wären es 50. Dafür versorgt sich hier die Toilette alleine. Das hat auch einen Vorteil. Ich kann dann dafür die Toilettenspülung ja, einen Zitrusduft dazu machen oder so. Der Küchenblock gegenüber, also auch da sind genug Ablagemöglichkeiten vorhanden. Ich habe halt nicht so einen großen Kleiderschrank wie im Kepler One. Wie gesagt, das Auto ist auch deutlich kürzer. Da ist man dann halt noch mal etwas minimalistischer unterwegs, gerade als Camper. Man sieht hier noch unter der Heckklappe, da ist so ein schwarzer Sack, also das Stichwort ist Stauraum. Hier drin ist das sogenannte Camper-Auto-Paket. Man sieht ja schon so eine Tragetasche mit so Clips da oben befestigt. Das heißt, das könnten Sie auch da abnehmen, mit bis zum Strand nehmen. Da sind dann Regiestühle drin, also so eine Art Anglerstühle. Die dürfen ja nicht fehlen. Das Leben findet ja eigentlich draußen statt, vor dem Fahrzeug. Naja, also Stichwort
Stauraum, den habe ich hier de facto nicht. Dafür bekomme ich ein sehr kompaktes, wendiges Fahrzeug und kann da jederzeit drauf losfahren. Wie gesagt, beide für jeweils 90.000 Euro. Reine Geschmackssache. Möchte ich eine große Sitzgruppe, komme ich mit 5,30 Meter klar. Will ich ein noch wendigeres Fahrzeug, 4,90 Meter, kleiner geht es nicht. Wir hoffen, Ihnen hat das Video gefallen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare, Likes und Besuche. Bis dahin, tschüss!